würde die Frage gerne ins Konjunktiv setzen. Woran würde ich sie erkennen? Und zwar dann, wenn wir nicht mehr darüber reden müssen, was gelingende Kinder- und Jugendbeteiligung ist und wir auch nicht mehr Begrifflichkeiten wie, Corinna, sieh es mir nach, finanzielles Korsett in dem Zusammenhang nutzen müssen, sondern wenn man sieht, dass die Beteiligung der jungen Menschen vor Ort gelebt wird, dass Ideen umgesetzt werden und zwar zeitnah und nicht erst nach Jahren und nicht immer die Argumente kommen, aber das geht nicht, weil und das haben wir schon probiert und hat nicht geklappt. Also wie gesagt, daran, dass wir nicht mehr darüber diskutieren müssen, wie es gelingen kann, sondern einfach, dass wir sehen, dass es gelingt.